Okay, also vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich möchte zu Beginn eine kurze Einführung zu unserem Tagungsthema geben. Moment. Und zwar zu Medienkonvergenz im Bundestagswahlkampf. Was meinen wir damit genau? Was bedeutet Medienkonvergenz im Kontext von Wahlkämpfen? Und was bedeutet das für die Erforschung politischer Kommunikationsprozesse? Vor allem, was hat sich verändert und wie lassen sich diese Veränderungen am besten bündeln? Sie sind ja sehr vielfältig. Beginnen wir mit diesem Schlagwort Medienkonvergenz. Dieser Begriff Medienkonvergenz macht es einem nicht leicht. Trotz einer über 15-jährigen Debatte ist dieser Begriff sehr unscharf geblieben. Er wird sehr heterogen definiert. Von manchen Autoren ist er sogar als gefährlich empfunden worden oder als gefährlich umschrieben worden. Wahrscheinlich trifft diese Einschätzung, dass es so viele Definitionen gibt wie Autoren, die einen Definitionsversuch gewagt haben, die Situation am besten. Beginnen wir mit den wenigen Gemeinsamkeiten, die es gibt, die sich aus diesen vielfältigen Definitionsversuchen herauskristallisieren lassen. In der Heterogenität der Definition ist als kleinster gemeinsamer Nenner der Bezug auf den lateinischen Ursprung des Wortes, des Begriffs zu finden, nämlich mit Zusammenstreben sich hinneigen. Das heißt, Konvergenz verweist auf eine Annäherung, auf eine Auflösung von Grenzen, im Gegensatz zu Divergent, dem Entgegengesetzten. In der Kommunikationswissenschaft war nach Einführung des dualen Rundfunksystems dieser Begriff ausschließlich im Zusammenhang mit dieser inhaltlichen Annäherung der Programme öffentlich-rechtlich-privat wurde er hier verwendet. Heute bezieht er sich auf etwas ganz komplett anderes, nämlich auf dieses Zusammenwachsen bisher getrennter Medien- und Kommunikationsbereiche, Telekommunikation, Medien- und Informationstechnologien. Sprich, ein Zusammenwachsen von vormals getrennten Branchen durch eine technische Innovation. Konvergenz wird meist auch, das sehen Sie hier im Kontext mit anderen Begriffen genannt, mit übergreifenden Veränderungsprozessen und in diesem Kontext, nämlich mit Individualisierung, Globalisierung, Kommerzialisierung, in diesem Kontext sollte er auch interpretiert und analysiert werden. Von diesen Entwicklungen ist er nicht losgelöst zu betrachten. Bereits 1997 wurde im Konvergenz-Grünbuch der Europäischen Kommission dieser Begriff genannt und auch definiert und die einzelnen Ebenen auch benannt, auf denen er analysiert werden kann. In den meisten Fällen wird von der technischen Konvergenz ausgegangen. Dieser wird als Kern für übergreifende Konvergenzprozesse definiert. Er ist auch messbar eben auf anderen Ebenen, aber Ausgangspunkt ist immer eigentlich die Technik. Er ist auch zu messen auf der Unternehmensebene, auf der Regulierungsebene und natürlich die Konvergenz der Angebote und der Nutzung. Viele der Phänomene auf diesen Ebenen sind stärker auch mit dem Begriff Cross-Media verbunden. Allein die Tatsache ist jetzt jedoch keine Neuerung und verdient es auch diese Bezeichnung Konvergenz der Angebote nicht. Also Konvergenz auf der Angebots- oder Nutzerebene, davon spricht man eigentlich erst im engeren Sinne, wenn durch technische Möglichkeiten auch neue Funktionalitäten gewonnen werden. Und diese neuen Funktionalitäten werden meist im Sinne von einem Mehrwert definiert, also in Bezug auf interaktive Optionen, multimediale Angebote oder auch personalisierte Angebote. In diesem Verständnis wird das Medium Internet sozusagen als Schaltzentrale einer konvergenten Medienwelt bezeichnet, weil das Internet eine Vielzahl von Funktionalitäten erfüllt. Wenn man das jetzt versucht, nochmal konkreter zu fassen und zu bündeln, was es auf die Internetentwicklung heißt, kann man das auf der Mikroperspektive auf verschiedenen Dimensionsebenen vornehmen. Es sind vier wichtige Ebenen, die hier zu nennen sind. Dimensionen, nämlich zum einen die sachliche Ebene, Geräteausstattung, Angebotsvielfalt, zeitlich und räumlich und sozial. Auf der sachlichen Ebene geht es wirklich um die Geräteausstattung, die sich enorm verbessert hat. Auch die Angebotsvielfalt, also sprich durch die Digitalisierung, gibt es viel, viel mehr Angebote, viel, viel mehr eine Vervielfachung der Angebote und es gibt auch ganz neue Akteure, die jetzt als Anbieter fungieren, als Inhalteanbieter. Dazu nimmt aber auch diese Komplexität der Entscheidungsprozesse zu. Die Mechanismen der Entscheidungsfindungen werden auch viel wichtiger, da werden wir bestimmt auch darauf eingehen. Aus der räumlichen und zeitlichen Perspektive
trifft eigentlich alle Akteure, weil alle Dienste und alle Inhalte sind zu jeder Zeit und immer verfügbar. Das heißt, an jedem Ort und wirklich always on, dieses always on Prinzip. Das löst das Prinzip der Linearität auf. Es wächst dieses Bedürfnis nach Zeit und nach ortsunabhängiger Nutzung und an die Stelle kontinuierlicher bzw. habitualisierter Information treten Informationen on demand. Das ist auch ganz wichtig im Kontext der Informationsnutzung, im Kontext von Wahlkämpfen. In sozialer Hinsicht, auch hier hat sich das Setting der Kommunikationssituation verändert. Dieser einseitig strukturierte Kommunikationsprozess, der löst sich auf. Dieses klassische Sender-Empfängerschema, was wir aus der Kommunikationswissenschaft kennen, hat sich auch aufgelöst dadurch. Und vor allem auch die Rollenzuschreibungen haben sich in dieser medienkonvergenten Welt komplett verändert. Das liegt daran, dass der kommunikative Zugang zur Öffentlichkeit viel, viel einfacher geworden ist. Zum einen kostengünstiger und auch technisch viel einfacher realisierbar ist. Das heißt, jederzeit kann eigentlich an die Öffentlichkeit treten, kann Texte im Netz veröffentlichen und dazu ist also diese Zugangsbarrieren sind viel, viel niedriger geworden. Mit dieser zunehmenden Verbreitung dieser Anwendungen, interaktiven Anwendungen, haben vor allem die Demokratietheoretiker die Hoffnung verbunden, das Internet trägt zur Verwirklichung der deliberativen Demokratie bei, politische Partizipation als Schlagwort. Und wichtig, es verändert sich eigentlich auch die Ausgangsbedingungen für die Journalisten, für den Journalismus verändern sich auch. Die professionell gestalteten Angebote, die konkurrieren jetzt quasi mit den Angeboten der Laienjournalisten. Was bedeutet es jetzt konkret im Wahlkampf, diese Dimension umgesetzt? Im Wahlkampf bedeutet es, dass wir jetzt mit ganz neuen Kommunikationsplattformen zu tun haben, eben wie sozialen Netzwerken, wie Blogs, wie Videoplattformen oder Twitter. Und was ich schon angedeutet habe, dass es jetzt ganz neue Kommunikatoren gibt, eben nicht nur die Laienjournalisten, die Bürger, die Nutzer an sich, sondern auch neue Intermediäre, so wie Google zum Beispiel, das wird auch Thema morgen sein, die nicht nur Inhalte, die immer stärker auch zum Inhalteanbieter fungieren oder überwechseln, sondern auch die Auswahl von Informationen durch das Ranking in den Suchergebnissen steuern. Und diese neuen Plattformen, diese vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten haben eben ihre ganz neuen Regeln und Logiken. Und an diese Regeln und Logiken müssen wir uns erst gewöhnen oder alle Akteure quasi die lernen und damit umgehen zu lernen. Wichtig ist, die Kommunikationsflüsse oder die Stränge haben sich auch verändert, viel spontaner, viel direktere Kommunikation, direkte Kommunikation der politischen Akteure untereinander und direkter interaktiver Austausch zwischen politischen Akteuren und Bürgern. Verbunden mit wachsenden Feedback-Optionen und mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit der Kommunikation. Das heißt, vieles passiert sofort und auch damit muss man erstmal umgehen lernen. Und natürlich auch verbunden mit einer hierarchiefreieren Kommunikation und mehr Transparenz insgesamt. Dann vielleicht der wichtigste Punkt, wirklich auf dieser sozialen Ebene, die veränderten Thematisierungs- und Meinungsbildungsprozesse. Das heißt, es können jetzt auch andere Akteure Themen setzen, also nicht nur die klassischen Gatekeeper, die klassischen Journalisten, so wie wir sie kennengelernt haben, sondern vielleicht auch zivilgesellschaftliche Akteure, vor allem auch im Zusammenspiel mit den traditionellen Medien, dass Themen so anders gespielt werden, anders hochkommen. Und wichtig auch die Meinungsbildungsprozesse aus Sicht der Nutzer. Auch die verändern sich, weil sich die Relevanz der Medien zur Meinungsbildung verändert hat, die Bedeutung von bestimmten Medien. Die Bedeutung des Internets als wichtigstes Medium nimmt zu. Man geht davon aus, dass diese Relevanz auch in Zukunft weiter steigen wird. Und vor allem auch Facebook für die informierende Mediennutzung gewinnt an Bedeutung. Das dokumentieren zum Beispiel Studien wie der WLM Medienvielfaltsmonitor, die jetzt im Vergleich zum letzten Jahr doch einen deutlichen Anstieg von Facebook dokumentieren. Was heißt es dann, da muss man sich natürlich fragen als Akteur, als politischer Akteur, was heißt es, wenn junge Menschen mit traditionellen Medienangeboten nicht mehr oder viel weniger in Kontakt kommen, was bedeutet es für ihre Wahlentscheidung, für ihre Rolle als Staatsbürger? Und auf welchen Kanälen müssen sie vor allem angesprochen werden? Auf welchen Kanälen werden sie überhaupt noch erreicht? Verbunden ist es mit dieser sinkenden Bedeutung, also darüber wird diskutiert, ist es noch nicht so ganz, hat sich glaube ich noch nicht so ganz entschieden, ob wirklich eine sinkende Bedeutung von Journalisten als Vermittler eintritt.
Auf alle Fälle gibt es veränderte Rollenzuschreibungen. Journalisten haben nicht nur mehr diese klassische Gatekeeper-Funktion, indem sie Themen auswählen und setzen. Journalisten kuratieren zum Beispiel auch, sie ordnen ein, sie bündeln, sie systematisieren viel stärker. Also es gibt zum Beispiel Webseiten, die keine oder wenige eigene Inhalte produzieren, stattdessen kuratieren dort nur die Redakteure. Das verändert natürlich auch die Rollendefinition des klassischen Journalisten. Diskutiert wird damit auch einhergehend vielleicht ein möglicher Qualitätsverlust von öffentlichen Debatten. Was heißt es jetzt nun im Kontext politischer Kommunikation und insbesondere für Wahlkämpfe? Diese veränderten Ausgangsbedingungen des Medienwandels, wie verändert sich politische Kommunikation wirklich durch das Internet? Bündeln, ich habe es jetzt mal gebündelt durf verschiedene Schlagworte, wo man es wirklich vielleicht auf den Nenner, ganz einfach auf den Nenner bringen kann, nämlich neue Formen der Kampagnenführung von Parteien und Kandidaten, also E-Campaigning, neue Aspekte des webbasierten Regierens und Repräsentierens, E-Government, und neue Optionen der netzgestützten internen Demokratisierung eben von politischen und zivilgesellschaftlichen Akteursgruppen, E-Democracy, und diese neue online-gründende politischen Partizipationsmöglichkeiten. Das heißt, die Rahmenbedingungen für kommunikatives Handeln haben sich für die Akteursgruppen durch das Internet verändert und damit hat sich auch für die Erforschung politischer Kommunikationsprozesse viel verändert, weil wir müssen jetzt diesen strukturellen Wandel auf allen relevanten Ebenen betrachten. Klar ist, dass diese Entwicklung der politischen Kommunikation in den letzten 10 Jahren ganz wesentlich von der Entwicklung des Kommunikationsraums durch das Internet geprägt wurde und die wachsende Vielfalt politischer Kommunikation angemessen zu berücksichtigen auch eine große Herausforderung für die Wissenschaft ist. Vor allem auch angesichts dieser vielfältigen Veränderung keine leichte Aufgabe. Wir stellen uns heute Abend und morgen diesen Herausforderungen und versuchen, diese aktuellen Entwicklungen zu bündeln und im Kontext der letzten Bundestagswahl zu analysieren. Sie sehen hier auf dem letzten Chart nochmal unsere analytischen Perspektiven, die wir einnehmen, nämlich die Mikro-, die Meso- und die Makroperspektive. Das heißt, aus der Wählerperspektive wirklich die Veränderung der Einstellungen, der Handlungsweisen. Habe ich schon angedeutet, die Art und Weise, wie sich die Wähler über politische Dinge informieren, wie sie sich mit anderen über politische Themen austauschen, wie sie partizipieren, also ihre öffentliche Meinung kundtun und die politischen Entscheidungen, um auf die Einfluss zu nehmen, ist ein wichtiger Aspekt. Er ist deshalb so bedeutsam, weil sich die politischen Einstellungen der Bürger verändern können. Damit können sich die Vorstellungen von der eigenen politischen Wirksamkeit verändern. Und diese Einstellungsveränderungen beeinflussen wiederum die Wahlentscheidungen und damit die Chancen politischer Akteure. Letztlich haben sie auch zu einer stärkeren Flüchtigkeit der Wählerkunst gesorgt. Auch darauf werden wir noch eingehen. Auf der Meso-Perspektive natürlich die Parteien, die Veränderung der politischen Organisationen und Professionen. Wahlkampfplanung und Führung verändert sich vor allem aus Sicht der Parteien. Aus dieser Perspektive ist der strukturelle Wandel der politischen Kommunikation deshalb so bedeutsam, weil er oft mit auch einem Machtverlust gleichgesetzt wird, mit einem Kontrollverlust. Und die seit über vielen Jahrzehnten gewachsenen Strukturen, oft auch sehr hierarchischen Strukturen, zum Beispiel in Parteien und Verbänden, die sind enormem Veränderungsdruck ausgesetzt und müssen sich jetzt quasi anpassen. Das Spektrum an Reaktionen ist breit. Es geht von Aktionismus über symbolische Korrekturen bis hin zur konsequenten Annahme der Herausforderungen. Auf der Makroperspektive die Veränderung der politischen und medialen Systeme mit ihren spezifischen Ordnungen und Orientierungsmustern. In der Kommunikationswissenschaft wird diese Entwicklung meist mit dem Schlagwort Medialisierung oder auch Medialisierung verknüpft. Sprich die zunehmende Durchdringung unserer Lebenswelt mit Medien und damit auch die Orientierung verschiedener gesellschaftlicher Systeme an die Medienlogik, eben auch von politischer Seite. Das heißt, Aufmerksamkeitsregeln, Präsentationstechniken und Selektionslogiken der Medien haben sich dadurch verändert. Erkennbar beispielsweise an der zunehmenden Privatisierung des Öffentlichen und der Personalisierung der politischen Berichterstattung, die sich zum Beispiel stärker dem Boulevardjournalismus angleicht. Oder auch erkennbar an zunehmenden Skandalisierungsprozessen. Dadurch verändern sich eben beide Bereiche, Medien und Politik, und wir werden morgen vor allem aus der Medienperspektive analysieren. Insgesamt
haben wir diese Perspektiven gewählt und werden heute Abend und morgen diese Veränderung und die Spezifika des Bundestagswahlkampfs 2013 herausarbeiten und analysieren müssen.